willkommen in Delas Hexenkessel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Delas Hexenkessel. Mein Name ist Dela und ich habe heute wieder mal eine kleine Folge für euch zusammengekocht mit dem üblichen Quatsch, den ich diesen Monat und in den letzten Tagen so getrieben habe. Denn es ist tatsächlich ein bisschen was passiert. Wir haben Dinge getan. Es ist ja jetzt auch schon wieder Mitte April und das Wetter ist entsprechend sommerlich. Demzufolge sind auch endlich mal ein paar Dinge vorwärts gegangen. Und hey, ich fühle mich endlich wieder wie ein Mensch. Ich kann mich wieder bewegen, ohne dass ich jedes Gelenk einzeln knacken höre. Es ist ganz fantastisch. Ja, genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Und ich fange erstmal an, indem ich mit euch über die letzten Bücher rede, die ich so gelesen habe. Dela Terratur. Ich habe ja letzten Monat schon darüber geredet, dass ich ein Buch von Simon Winchester gelesen hatte, nämlich The Map That Changed the World. Und weil ich das tatsächlich ein sehr unterhaltsames Buch fand, habe ich gleich mit Simon Winchester weitergemacht und The Professor and the Madman von ihm gelesen bzw. angehört. Ein Hörbuch über die Entstehung des Oxford English Dictionary, was tatsächlich ja eine sehr, ja, bewegte, sehr kuriose Geschichte hat. Die erste große Gruppenanstrengung, möchte ich mal sagen, um eben ein Wörterbuch zu schaffen, das eben auch von Laien getragen wurde. Und einer dieser Laien war halt tatsächlich ein Insasse einer psychiatrischen Anstalt, weil er in einem Zustand geistiger Verwirrung einen Mord begangen hat. Also sehr interessantes Buch, sehr unterhaltsame Geschichte, sehr schön gelesen, sehr schön erzählt, kann man auf jeden Fall machen. Dann habe ich Stephen King Hausaufgaben gemacht, denn einmal weiter für Family and Friends gelesen, da hatte ich von Stuart O'Nan The Speed Queen gelesen. Wie gesagt, mehr dazu werdet ihr bald im Queenspube Dame Gast irgendwann hören. Und Revival von Stephen King, auch darüber werde ich dann im Queenspube Dame Gast demnächst wieder mit euch reden. Sehr viel Spaß hatte ich tatsächlich auch mit Nick Spaulding, Wrecking It. Das ist eine sehr amüsante, sehr humoristische Betrachtung eines Geschwisterpaars, das ein verlassenes Haus erbt und dieses restauriert und dabei allerlei, putzige Begebenheiten erlebt. Es ist jetzt nichts Besonderes, es ist absolut keine hohe Literatur, aber wenn ihr gerne ab und zu mal humoristische Bücher lest, ist es eine Empfehlung, kann man machen. Es sind ein paar schöne Zitate drin und es hat wirklich Spaß gemacht. Ansonsten habe ich noch gelesen The Etymologicon von Mark Forsyth, an den erinnert ihr euch vielleicht auch aus dem letzten Monat, denn das ist der, der auch die kurze Geschichte der Trunkenheit geschrieben hat. Hier geht es tatsächlich darum, wie sich die englische Sprache entwickelt hat, wie Wörter aufeinander aufbauen, also generell diese Dinge. Es ist aber ein sehr schöner Zirkelschluss, der sich eben wirklich aufeinander aufbaut, an dem ich sehr viel Spaß hatte. Das kann man machen, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid und generell Spaß an Sprache habt. Spaß an Sprache habe ich zurzeit auch mit dem nächsten Großprojekt, denn ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich werde alle Dune-Bücher inklusive der Prequels und der Sequels lesen. Und deswegen habe ich jetzt angefangen mit den ersten Geschichten. Einerseits mit ein paar Kurzgeschichten. Die sind unter anderem in Tales of Dune enthalten. Und das Ganze geht dann weiter mit The Batlerian Jihad. Das ist quasi das chronologisch allererste Buch aus diesem Zyklus. Wie gesagt, die Prequels und Sequels sind geschrieben von Brian Herbert und Kevin J. Anderson. Und ich muss sagen, ich habe damit sehr, sehr viel Spaß. Also, es sind wahnsinnig wirklich schöne Zitate dabei. Es sind richtig hübsche Ideen da drin. Dadurch, wie eben auch die
wie soll ich sagen, die Perspektive der Roboter unter anderem sehen, kann man natürlich ein paar sehr lustige Betrachtungen über die kuriose Natur der Menschheit mit einfließen lassen. Es ist stilistisch richtig, richtig gut. Ich habe wirklich viel Spaß damit. Allerdings muss ich sagen, mir steht da auch noch wahnsinnig viel da bevor, denn es sind insgesamt mit den eigentlichen Dune-Hauptbüchern wohl ungefähr 37 Geschichten. Und davon ein großer, großer Teil sind Romane mit so um die 600, 700 Seiten. Jetzt gerade bin ich beim zweiten Teil dieser Reihe, sag ich mal. Da lese ich jetzt gerade Dune The Machine Crusade. Und auch da habe ich wahnsinnig viel Spaß dran. Also, wie gesagt, mir steht noch sehr viel bevor, aber es macht Spaß. Es ist wirklich, wirklich gut geschrieben. Ja, die Bücher sind lang und ja, die sind auch teilweise ein bisschen zerrig. Aber sie machen Spaß, weil man hat halt wirklich so, ja, die ganze Politik, die da mit reinspielt, die ganze Massenmanipulation. Wir haben die Themen, die Eugenik, wir haben Behinderung generell, wie Behinderung wahrgenommen wird, wie aber auch diese Wahrnehmung auch absolut verzerrt und falsch sein kann. Und all solche Sachen. Und ich muss wirklich, wirklich sagen, das macht echt Spaß. Also, wenn ihr durch die zum Beispiel neuen Kinofilme an Dune interessiert seid, ich kann euch nur empfehlen, die Prequels und Sequels sind zumindest bis jetzt wirklich nicht schlecht. Also, guckt euch da mal um, vielleicht ist das was für euch. Ja, das war's eigentlich auch von meiner Seite für die Literatur. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir in die nächste Kategorie. Dela bastelt. Ja, ich habe diesen Monat weitergemacht mit der Stickerei. Denn ich habe mir bei dem Stoffhändler meines Vertrauens diverse richtige Stoffe gekauft. Unter anderem welche, die so ein bisschen seidig sind, so Seidenoptik haben. Die sind allerdings, muss ich sagen, keine wirkliche Empfehlung. Die reißen wahnsinnig schnell aus und werden scheußlich. Also so, um sich da Klamotten draus zu nähen, sind sie einfach zu dünn. Aber es war mal das Experiment wert und ich finde, so schlecht ist es auch gar nicht rausgekommen. Denn ich habe auch wieder so ein seidiges, waldgrünes Oberteil genäht, das mit goldenen Rändern quasi abgenäht ist. Und mit goldenen Blümchen und Ranken bestickt. Ich bin eigentlich grundsätzlich sehr zufrieden, wie es eben wirklich dann aussieht final. Aber wie gesagt, rein von der Haltbarkeit habe ich da so meine Zweifel. Ich denke nicht, dass das lang leben wird, weil wie gesagt, der Stoff halt an den Nähten, egal wie ich es verstärkt habe, einfach ausreißt. Aber gut, wie gesagt, den Versuch war es wert. Ebenfalls ein Versuch, ihr erinnert euch aus dem letzten Monat, dass ich ganz viele Kissenbezüge und Dinge vom Teddy gekauft habe. Und unter anderem hatte ich da so einen hübschen Kissenbezug, der war nicht so Felloptik, sondern eher so, ein ganz normaler Stoff. In, ich sag mal, Altrosa, würde ich behaupten. Mit goldenen Mustern drauf. Und weil ich daraus eben keine Jacke oder sowas machen wollte, habe ich gedacht, egal, machen wir da Täschlein draus. Und habe das genutzt und habe da eine Kosmetiktasche draus genäht, eine kleine Tasche für Krimskrams und ein kleines Portemonnaie. Und habe das mit so klassischen Krokodilstaschenverschlüssen quasi einfach verschlossen. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden. Also das Portemonnaie nutze ich jetzt tatsächlich als Portemonnaie. Weil ich einfach in meinem Geldbeutel selten wirklich viel drin habe. Also ich habe da meinen Ausweis drin, meine Krankenkassenkarte und ansonsten ein bisschen Bargeld. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht der Mensch, der 1000 Rechnungen oder irgendwas in seinem Portemonnaie mit rumschleppt. Deswegen, das ist sehr klein, das ist sehr niedlich, das ist sehr praktisch für mich. Ich bin sehr zufrieden, dass ich das getan habe. Und wie gesagt, es sind 3 Taschen aus einem Kissenbezug rausgefallen. Von daher bin ich damit sehr glücklich. Dann hatte ich mir aus der Ramschkiste beim Teddy für, ich glaube, 50 Cent, wenn ich nicht lüge, einen Loopschal geholt, der eben auch so Fluffelfelloptik hatte, mit Sternchen drauf.
Und da habe ich mir jetzt einfach ein Pullover draus genäht, was eigentlich auch völlig cool ist, weil man braucht sich halt echt wenig Arbeit machen. Also wenn du das Ding in mehrere Teile schneidest, durch den Schlauch hast du sowieso schon zwei Ärmelteile. Und ansonsten brauchst du halt wirklich nur noch ein Rückenteil und ein Brustteil machen. Und das Ganze dann zum Beispiel mit einer gehäkelten Kante einfach oben am Hals beziehungsweise am Dekolleté so eng machen, wie du es halt haben willst. Und perfekt, hast einen perfekten Pullover. Also sehr witzig, war mal ein lustiges Projekt, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, auch das nicht für die Ewigkeit. Aber ganz ehrlich, ein Pullover für 50 Cent und wenn der nur eine Woche hält, scheißegal. Aber ich hab ihn und es hat Spaß gemacht, ihn zu machen. Dann habe ich eine Hose gehäkelt, auch wieder in Waldgrün mit Gold. Das ist tunesisch gehäkelt mit einem sehr lustigen Tutorial. Ich habe mich ja immer furchtbar dumm angestellt beim Hosenhäkeln, ich weiß gar nicht wieso. Und habe da letztens eine furchtbar komplizierte Herangehensweise eigentlich immer an den Tag gelegt. Und habe jetzt aber ein lustiges Tutorial gefunden, wie man aus Granny Squares quasi eine Hose baut und an welchen Stellen man das zusammennähen muss, damit man auch automatisch den Zwickel hat. Und das habe ich jetzt einfach angewendet auf diese tunesisch gehäkelten Sachen. Und ich muss sagen, das funktioniert. Ich frage mich, warum ich so dumm war und das immer so kompliziert gemacht habe. Aber auf jeden Fall, jetzt habe ich eine goldene Hose. Ich bin sehr glücklich. Sie passt wie angegossen. Ja, ich bin zufrieden. Gute Sache. Ansonsten habe ich jetzt gerade wieder mal festgestellt, ich bin zu blöd für Filet-Häkeln. Irgendwann werde ich das lernen, aber dieser Tag wird nicht heute sein. Momentan bin ich gerade dabei, ja, ich bin mir noch unsicher, einen Rock und einen Pullover simultan zu häkeln, weil ich Wollreste geschenkt bekommen habe. Aber das ist alles noch nicht in dem Topf, wo es kocht. Darüber werde ich berichten, wenn es soweit ist. Das war's auch schon von Dela Bastel. Viel mehr ist diesen Monat nicht passiert, weil, wie gesagt, es sind sommerliche Temperaturen und ich habe andere Dinge getan. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Und sonst so? Ja, wie gesagt, es ist jetzt Mitte August, Quatsch, es ist jetzt Mitte April und wir haben tatsächlich zwar noch nicht die 30 Grad geknackt, aber viel fehlt nicht, also wir hatten schon deutlich über 20 Grad. Und demzufolge habe ich jetzt auch schon ein bisschen angefangen zu gärtnern. Jonas und ich haben schon mal die ersten Blumenkübel vorbereitet. Wir haben den Kompost umgeschichtet, denn wir haben ja einen Komposthaufen, haben mit der frischen neuen Komposterde unsere Blumentöpfe befüllt. Und Oma hat auch schon fleißig gegärtnert. Die hat nämlich Kohlrabi ins Gewächshaus gesetzt und hatte diesen Kohlrabi wohl vom Gärtner gekauft. Und der hat gesagt, ja, pass auf, du machst das so, da jeder von diesen Knubbeln sind quasi zwei Pflanzen und du pflanzt die ein und musst dann einfach die schwächere von beiden wegschneiden. Ja, das haben wir nicht getan. Wir haben gewartet, bis wir eben sehen konnten, welche von den beiden jeweils die schwächere und welche die stärkere Pflanze war. Und haben dann, statt sie wegzuschneiden, die schwächere Pflanze einfach separiert, ganz vorsichtig, so dass wir tatsächlich bei dem größten Teil davon geschafft haben, auch die Wurzel zu erhalten. Und haben die in unsere Blumenkübel gepflanzt, weil was anderes haben wir ja noch nicht da. Die vorbestellten Pflanzen kommen ja erst im Mai. Und haben die dann diese Kohlrabi-Pflanzen eben in unsere Blumenkästen gesetzt. Und es sieht tatsächlich so aus, als würden von den 8 Pflanzen, die wir da versucht haben zu retten, auch 6 wirklich durchkommen. Oder vielleicht 5. Aber ja, ich bin zufrieden. Sieht gut aus. Ansonsten habe ich eine sogenannte Birnenmelone gepflanzt, beziehungsweise gesät. Die sitzt jetzt noch indoor und wartet darauf, dass sie ein bisschen kräftiger wird. Und wird dann wahrscheinlich so Mitte Mai auch in ihre angestammte Mupfel kommen. Birnenmelone ist wohl angeblich eine Pflanze, die sehr gut funktioniert als Ampelpflanze. Biologisch betrachtet wohl eine Kreuzung so zwischen Birne und Zuckermelone, also Honigmelone. Ich bin unsicher. Es wird entweder ganz furchtbar oder ganz großartig.
Aber das Zeug hat wohl eine relativ beschissene Keimrate. Also ich hatte 5 Samen und 2 davon sind aufgegangen. Aber das sei wohl normal und liegt nicht an mir. Aber die 2 Pflänzchen, die aufgegangen sind, die sehen eigentlich ziemlich gut aus. Also habe ich Hoffnung, dass das was wird. Ja, und die werden dann zusammengesetzt in ein, ich sag mal, hochbeetartiges Dingsi mit einer Erdbeerpflanze. Und dann werden wir mal sehen, haben wir ein kleines bisschen eine Obstplantage. Meine Thai-Beere, um die ich mir ja tatsächlich sehr große Sorgen gemacht habe, die scheint tatsächlich wunderbar durch den Winter gekommen zu sein. Die treibt jetzt aus wie verrückt und vielleicht haben wir dieses Jahr dann auch wirklich schon den ersten Ertrag. Das wäre super. Ich würde mich sehr freuen. Ja, ansonsten gibt es noch ein paar andere Gärtnerprojekte, über die ich momentan noch nicht reden will oder kann. Aber es geht alles vorwärts. Also wir machen Fortschritte. Und wie gesagt, Anfang Mai kommt dann auch meine Bestellung von den anderen Pflanzen, die ich so gekauft habe, aus dem Gartenkatalog. Ja, wer übrigens Spaß hat an Wir gucken Gartenkataloge, der kann sich die letzten Trenchcoat-Talkers-Folgen mal anhören. Da haben die Arcadi und der Hendrian und ich zusammen den Baldur-Garten bzw. den Gärtner-Pitch-Katalog angeschaut. Das war sehr unterhaltsam und hat sehr viel Spaß gemacht. Aus diesem Katalog habe ich auch noch bestellt 2 Nelkenpflanzen. Die sind wohl winterfest und können eben auch nächstes Jahr dann überwintern. Und Lilien. Das sind Blumenzwiebeln, die habe ich jetzt auch in diese Stufenkübel eingepflanzt. Aber da hat sich bis jetzt noch nichts getan. Ich werde berichten, sobald es da was Neues gibt. Genau, das dazu, also unser Garten wird und wird und wird. Es geht alles vorwärts. Und ja, podcastmäßig geht's auch vorwärts. Einerseits möchte ich darauf hinweisen, dass die Jungs vom Regnen, Stürmen, Schneien, also vom RSS-Podcast, jetzt einen eigenen YouTube-Kanal haben, den ich euch sehr ans Herz legen kann. Lasst da gerne ein Abo da und einen Kommentar oder ein Thumbs up oder wie auch immer. Auf jeden Fall fantastische Folgen, sehr informativ, sehr gut, habe ich euch ja letztens schon erzählt. Ja, das dazu. Und dann gibt es noch eine neue Entwicklung, denn Sudden Dice, ihr kennt sie vielleicht noch, das ist die Rollenspielrunde von 2Cuts. Die haben Probleme mit ihrer Webseite gehabt und deswegen habe ich angeboten, dass sie gerne ihr Archiv bei mir ablagern dürfen können, wenn sie wollen. Sie sind auf dieses Angebot zurückgekommen und deswegen gibt es jetzt einen Sudden Dice Feed auf die Lasaster Productions. Auch da, es wird keine neuen Folgen geben, zumindest so wie das momentan aussieht. Aber wenn ihr nochmal Spaß dran hättet, die alten Folgen nachzuhören, wie gesagt, es sind verschiedene Runden, es sind Space Pirates Runden, es sind Pathfinder zum Beispiel Runden mit dabei, Ars Magica und solche Dinge, dann könnt ihr gerne diesen Feed abonnieren. Ich werde ihn entsprechend auch hier verlinken. Ja, aber wie gesagt, ich habe da mit der Produktion nichts zu tun. Ich bin nur derjenige, der diesem Archiv ein neues Zuhause gegeben hat, damit es nicht in den Weiten des Internets für alle Zeiten verschwindet. Ansonsten wollte ich noch ganz kurz ein bisschen Werbung machen, denn ich habe ein neues Spiel gekauft namens Enshrouded. Das ist gemacht von einem deutschen Entwickler und Jonas und ich sind ganz fürchterlich darin versackt. Fürchterlich es in ungefähr 100 Stunden und aufwärts. Es ist so ein bisschen ein Survival-Game. Man kann es im Multiplayer spielen. Geht so Richtung Valheim, Palworld und so weiter. Sehr nette kleine Story, wobei die relativ irrelevant ist. Aber echt hübsch gemacht mit Basenbau. Man kann so seine eigene kleine Farm bauen mit Blümchen und Pflanzen und Zeug und Sachen. Und man braut sich seine eigenen Heiltränke und geht in verschiedene Dungeons und versucht da halt Zeug rauszufinden. Man kriegt NPCs, die einem dann helfen, Dinge zu bauen wieder. Also richtig, richtig geil gemacht, richtig, richtig gut. Es ist noch in einer relativ zeitigen Phase, aber die Entwickler sind wirklich fleißig dabei, da neue Inhalte reinzubauen. Und
Das ist eine echt große Empfehlung. Ich habe wahnsinnig viel Spaß an diesem Spiel. Und ich kann mir vorstellen, das könnte auch für den einen oder anderen von euch was sein. Also Enshrouded, große Empfehlung. Guckt da mal rein. Ja, ich glaube, das war's. Und in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Und mir bleibt eigentlich nur noch übrig, das letzte Wort demjenigen zu erteilen, der es immer hat. Liebe Grüße an der Stelle an Geschichten aus der Geschichte. Ja, ich übergebe an Schlafdäne. In diesem Sinne. Tschüss. Oh Gott, nochmal. Mann, Alter. Dela Ken. Erkenntnisse eines Schlafbildners. Was ist ein Kater? Eine Mütze und ein Rumpel und ein und eine Mütze und ein Kater. Ich kümmere mich um alles. Ich falle nicht in die Fallen. Ich glaube, das sind jetzt ganz viele Fallen. Aber überall voll die Bösen und du hast gesagt, du kommst gleich und holst mich. Und dann habe ich dort gewartet und gewartet und du hast irgendwas weggebracht und kamst nicht wieder. Ich bin doch jetzt da. Was jetzt? Das war bestimmt der böse Traumkarte. Sag ich doch, aber ist gemein. Aber auch nicht ich. Nein. Nein. Alles, nicht so mir auf, vergiss es. Mach doch mal ganz langsam. 1. Januar beginnt mit dir, ey. Ich muss noch ein bisschen sehr weit weg, so lange Beinchen habe ich. Und wie kommen wir jetzt auf die Dinge? Alles ist okay, alles haben wir hier. Alles gut. Habt ihr für eure Seite ein bisschen euren Zeug? Wir haben gerade ganz viele Schafis ab, ist das schlimm? Okay. Also aber echte Schafis, nicht das Dilemma. Ja, da muss aufstehen. Das ist gar nicht wahr, das sind alle Spiele. Ich weiß, woher er kommt. Und ich, aber, Menschen, alles schlecht. Okay, ich hab sie, die Kleine, im Traum. Vergiss es wieder, hat sich erledigt. Brauchst nicht mehr böse Träume.